Dieses Gebäude darf ein erster Hinweis für euch drauf sein, wo sich euer kleiner Stadtspaziergänger heute herumtreiben wird. Es liegt nämlich am Weg zu meinem Ziel. Es ist die Wiener Sezession, besser gesagt das Ausstellungsgebäude der Wiener Sezession, einer Wiener Künstlervereinigung, die sich knapp vor 1900 gebildet hat. Das Gebäude selbst wurde 1897 bis 1898 errichtet. Interessant ist auch, welchen Spitznamen die Wiener Bürger diesem durchflochtenen goldenen Blätterwerk am Dach der Sezession gaben, nämlich das Krauthappel. Mark, da war doch was, und zwar ein römischer Kaiser, der vor gut 1900 Jahren im Raum Wien, genauer im römischen Lager Vindobona oder in Carnuntum lebte. Allerdings ist dieser A hier Mark Anton. Und der war Mitglied des zweiten römischen Triumvirates mit Octavian und Marcus Emilius Lepidus. Und über einige Zebrastreifen und vorbei an dieser monumentalen Eule, ja, man soll sich das mal vorstellen, es ist eine Eule an der Universitätsbibliothek der Technischen Universität, erreiche ich dann mein Ziel, nämlich den Karlsplatz. Benannt ist der Karlsplatz nach dieser ihn schon allein optisch beherrschenden monumentalen Kirche, die man manchmal fälschlicherweise zu den Ringstraßenbauten mit dazu zählt, obwohl sie deutlich älter ist. Sie wurde nämlich als Dank für das Ende einer Pestepidemie von Kaiser Karl VI. In Auftrag gegeben. Die Planung übernahm Johann Bernhard Fischer von Erlach, der allerdings die Fertigstellung des über 30 Jahre dauernden Baus nicht erlebte, da er vorher starb. Sein Sohn Josef Emanuel hat dann den Bau vollendet. Nach diesem kurzen Schwenk im Innenraum darf ich euch noch ein paar Fotos und Detailansichten des Innenraums hier präsentieren. Am Karlsplatz befinden sich auch einige Denkmäler, unter anderem jenes von Johannes Brahms, ein deutscher Komponist der Klassik und Hochromantik, der allerdings in Wien starb, nachdem er quasi ein Zurglaster war und hier sein musikalisches Glück fand. Gegenüber des Karlsplatzes befinden sich zwei wichtige Kulturbauwerke der Stadt, und zwar hier zunächst mal das Künstlerhaus, eine Ausstattungshalle, die nach langer, langer Renovationszeit endlich wieder fertig ist. Und als zweites hier das Musikvereinshaus der Gesellschaft der Wiener Musikfreunde, eine Konzertveranstaltungsstätte. Ich spaziere allerdings weiter durch den frühlingshaften Resselpark, so nennt man nämlich den Park am Karlsplatz. Vorbei an den ehemaligen Stadtbahnstationen, erbaut von Otto Wagner,
und finde hier letztlich, zunächst noch von Blättern versteckt, aber jetzt sichtbar, den Herrn, der diesem Park auch seinen Namen gab, nämlich Josef Ressel, den Erfinder der Schiffsschraube. Und eines kann man dem Herrn Ressel nicht nachsagen, dass er kein Tierfreund ist. Ein eher tragisches Erfinderschicksal hat dieser Herr hinter sich, sein Name Josef Madersberger, und er erfand zur Zeit des Wiener Kongresses die Nähmaschine. Da er allerdings nicht rechtzeitig die Gebühren für die Verlängerung des Patentes bezahlte, verfiel dieses und er konnte aus seiner bahnbrechenden Erfindung keinen finanziellen Profit schlagen. Verewigt ist er dafür hier im Resslpark am Karlsplatz. Passend zum nächsten Denkmal fährt mir hier gerade ein Benzinautomobil durchs Bild und hier haben wir den Herrn, der zumindest indirekt ein bisschen mit dran schuld ist, dass dieses Fahrzeug da gerade gefahren ist. Siegfried Markus, der im 19. Jahrhundert einer der Väter des Automobils war. Schluss mit den Erfindern, davon gab es jetzt hier schon einige zu sehen. Dieses etwas neuere Denkmal, könnte man es ruhig so nennen, ist der Rolle der Mutter gewidmet, die sich hier rührend um ihr Kind sorgt. Ja, nix ist mit dem Badetag heute, offensichtlich Wasserrechnung nicht bezahlt. Was macht ein Brunnen ohne Wasser für Sinn? Nun, schön ist er trotzdem, der Tilgner oder Froschbrunnen. Warum sieht man hier unten? Einige Frösche. Tilgner deswegen, weil er vom Bildhauer Viktor Tilgner gestaltet wurde. Bliebe noch zu erwähnen, dass am Karlsplatz die evangelische Schule ihr Gebäude hat mit sehr schönem figuralen Schmuck über dem Portal. Es handelt sich dabei, Logo bei der evangelischen Schule, um die vier Evangelisten. Vor welchem Gebäude ich hier stehe, ergibt sich wohl noch nicht ganz eindeutig aus diesem Bild. Aber es ist das Gebäude der Technischen Universität Wien, ebenfalls am Karlsplatz. Und davor befinden sich einige verdiente Professoren in Form von Statuen. In einem kleinen Park am Rande des Karlsplatzes sehen wir Dr. Ludwig Zamenhof, der die Sprache Esperanto entwickelte. In diesem kleinen Park entdecken wir auch noch das Denkmal von Alexander Girardi, dem beliebten Volksschauspieler des 19. Jahrhunderts.
Und last but not least beginnen hier im Esperanto-Park in der Nähe des Karlsplatzes die berühmten und beliebten Dritte-Mann-Touren auf den Spuren des Filmes aus der Nachkriegszeit. Böse Zungen behaupten, man müsse durch dieses Kanalgitter hindurch. Tatsächlich geht es dann natürlich hier durch diesen Einstieg hinunter, aber jetzt nicht für mich, denn ich begebe mich ganz einfach auf den Heimweg nach diesem amüsanten Stadtspaziergang. Halt! Einer lief mir noch am Heimweg über den Weg, nämlich dieser Herr, begleitet von drei, möglicherweise seiner Opernkinder. Und wer es ist, ich nehme an, ihr habt es alle schon erraten, es ist Papageno. Der Vogelfänger bin ich, ja stets lustig, heißer Hopsassa. Und er stammt natürlich aus der Zauberflöte. Und wo er steht, das bin ich mir jetzt mal nicht so sicher, ob alle wissen, deswegen helfe ich mit. Er steht am Seiteneingang des Theaters an der Wien im 6. Wiener Gemeindebezirk. Und wie hier zu lesen steht und selbst mir als Musikfan neu war, wohnte Ludwig van Beethoven im Theater an der Wien und hat sogar Teile einiger seiner berühmten Werke, wie hier nachzulesen steht, hier komponiert.